Seit Anfang Oktober hat die Wall Street, haben die Finanzmärkte von Tag zu Tag zu Tag mehr einen Sieg von Donald Trump bei diesen US-Wahlen eingepreist. Woran sieht man das? Nun zum Beispiel an diesem Republican Basket von Goldman Sachs gegenüber dem Democratic Basket von ebenfalls Goldman Sachs. Und der Democratic Basket ging permanent nach unten, der Republican Basket ging permanent nach oben, will ich gleich zeigen. Warum war das so? Weil eben Harris vorsichtig formuliert, nicht allzu glücklich agierte und diese frühe Euphorie, die hier geschürt wurde, dann weitgehend verpuffte und Trump das Momentum drehen konnte. Also hat man sich entsprechend positioniert, weil man gesagt hat, okay, Trump, das ist ziemlich gut für Aktien eigentlich, vor allem für bestimmte Sektoren, Finanzwerte, Healthcare und so weiter und so fort. Hat sich positioniert in Gold, weil man sagte, naja, der Trump, der wird die Defizite noch weiter eskalieren lassen, und hat sich positioniert zum Beispiel in Bitcoin, weil man gesagt hat, der Trump, der hat doch gesagt, Bitcoin ist cool. Wir wollen sozusagen das Bitcoin-Mining in die USA holen. Also all das war eine ziemlich ausgemachte Nummer. Aber plötzlich sind Zweifel da. Nichts ändert sich so schnell wie die Lage. Und das, was wir in den Aktienmärkten gesehen haben, dieser Abverkauf gerade bei Tech-Werten, natürlich bedingt durch Microsoft, durch Meta, aber eben auch vielleicht die Aktienmärkte insgesamt unter Druck, weil wir so eine kleine Korrektur haben, auch was die Wahlchancen Trump-Harris betrifft. Und das Ganze wollen wir uns jetzt mal anschauen. Hier sehen wir diesen Republican Basket minus den Kamala Harris Democratic Basket. Und das geht von Anfang Oktober mehr oder weniger konstant nach oben, oder Mitte September genauer gesagt. Ein einziger Strich nach oben, also praktisch gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump diese Wahl gewinnt. Und davon profitierte Bitcoin, das ja gestern noch in der Nähe des Allzeithochs war. Gold hat dazu gleich mehr, das Allzeithoch ja gestern sogar erreicht. Hier sehen wir Bitcoin, und da ist die Frage, sehen wir halt einen Doppeltop. Und rechts sehen wir Trumps Lead over Harris on Prediction Market Narrows. Also die Wettmärkte, die haben jetzt diese so eindeutige Positionierung wieder ein bisschen revidiert. Ist immer noch pro Trump, aber eben nicht mehr so deutlich. Und wir sehen, dass nicht nur Bitcoin korrigiert hat, sondern gestern auch Gold den größten Verlust seit einigen Monaten hatte. Und Gold hat sich ja sehr stark entkoppelt von dem Dollar zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber nochmal zurück zu den US-Wahlen. Wir sehen, dass hier bei Befragungen, die hier auf CNN dann präsentiert werden, eben Harris besser wegkommt als Donald links und rechts. Vor allem, das ist wahrscheinlich bedeutsamer, sehen wir, dass bei den Early Votes, also denjenigen, die jetzt ihre Stimme schon abgegeben haben, und das sind ja viele Millionen, das dürften jetzt so 60, 70 Millionen sein, um und bei, die das schon gemacht haben, dass da in Michigan Harris vorne liegt, in Wisconsin und auch in Pennsylvania. Ja, so sagt man es bei diesen Early Votes. Also, und Trump hat ja versucht, die Leute zu Early Votes, also zu früherer Stimmabgabe, zu aktivieren. Dann sehen wir hier zum Beispiel aus Politico, Trump lagging in Early Vote with Seniors in Pennsylvania, also bei Senioren, nicht so richtig durchkommt, nicht so richtig Begeisterung aus löst. Und wir sehen hier eben auch Kalshi, diese Wettplattform, die nur Amerikanern zur Verfügung steht, während bei Predicted auch Ausländer wählen können oder wetten können. Hier sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeiten für Sir Donald gesunken sind und die für Sir Harris gestiegen sind, 56 zu 44. Und dann zum Beispiel auch Market Watch, ein Artikel, Market Watch ja sehr groß in den USA, der Markt gibt Harris eine 69% Chance zu gewinnen. Warum? Weil man sagt, ja, guckt euch mal die Aktienmärkte an, und wenn die Aktienmärkte steigen und gestiegen sind, sehr deutlich in einem Wahljahr, dann ist das meistens für den oder die Kandidatin der regierenden Partei positiv. Jetzt allerdings sind wir zuletzt ein bisschen runtergekommen, weswegen man sagt, naja, also könnte jetzt doch eng werden, aber hier eben diese Logik steigender Aktienmärkte, wir sind ja übergeordnet noch deutlich gestiegen in diesem Jahr, die sind positiv für die Amtsinhaberin. Und hier jetzt eben die Frage, was ist mit Trump? Und die Vielfliegerin und Bonusmeilenbesitzerin Luise Neubauer
stellt ja die Frage, wie positioniert sich eigentlich die CDU zu Donald Trump? Gibt es offizielle Statements angesichts einer möglichen Wahlsieges eines Faschisten? Also hier wieder dieses sehr einfache Framing einer Linksautoritären. Ulf Poschert sagt dann, naja, nachdem der deutsche Nationalmoralismus das Weltklima gerettet hat, müssen die USA mit germanisch bewaffneten Ethikräten vom Faschismus befreit werden. Also wir sind jetzt sozusagen in besonderer Verantwortung. Wenn man es aber jetzt mal ein bisschen nüchterner hält dann und auf die Finanzmärkte blickt, wie David Rosenberg das tut, dann sagt er, also das wird wahrscheinlich sehr schmutzig, das wird angefochten von links und von rechts. Da gibt es ja Bilder jetzt, wo Leute auf diesen Displays, wenn sie wählen, versuchen Trump zu aktivieren und das geht gar nicht. Dann ist Trump zum Beispiel gar nicht im Display auf der ersten Seite, sondern man muss da weiterklicken und so weiter und so fort. Will ich jetzt alles nicht wiedercoin. Jedenfalls sagt der gute David Rosenberg, geht long Gold, geht long VIX. Also spekuliert auf steigende Wohler und auf einen Fall den S&P 500. Und die Dinge heizen sich jetzt weiter auf. Im Vorfeld, jetzt hat Donald Trump den Fernsehsender CBS auf 10 Milliarden Dollar Schadensersatz verklagt, weil in diesem Interview 60 Minutes, da wurde ja eine Passage von CBS rausgeschnitten von Kamala Harris und eine andere Passage aus diesem Interview dafür eingesetzt, als es um die Frage Palästina-Israel ging und das sei nicht statthaft, das sei eine Wahlbeeinflussung, das hätte nämlich so Trump die Wahlchancen von Kamala Harris deutlich verschlechtert. Also wir sehen, das geht jetzt richtig zur Sache. Dann gestern, das Weiße Haus hat jetzt das Protokoll geändert bei dieser Aussage von Joe Biden über diese ganze Garbage-Thematik. Sie erinnern sich, Komiker oder Komödiant oder wie auch immer, der bei dieser Trump-Veranstaltung in New York aufgetreten ist, Puerto Rico als Garbage beschimpft hat, also als Müll sozusagen oder tituliert hat. Daraufhin Biden eben gesagt hat, ja, wenn irgendwas Garbage ist, dann eher die Anhänger von ihm, also von Donald Trump. Das hat man jetzt rausgestrichen und die Stenografen haben allerdings unter dieses Statement ihre Unterschrift verweigert, weil er es ja schlichtweg gesagt hat, was ja dokumentiert ist eigentlich, hat man aber hier rausgestrichen, was, wie Mr. Schellenberger sagt, verboten ist eigentlich, nämlich Transkripte offiziell zu verändern. Genau das ist also passiert. Also wir sehen auch, die Demokraten spielen jetzt nicht ganz so sauber vom Donald. Erwartet das sowieso keiner, könnte man sagen. Und auch von Kamala Harris sollte man es nicht erwarten, die ja als Staatsanwältin, wie ehemalige Kolleginnen sagen, jetzt nicht die fleißigste unter der Sonne war. Die hat so ziemlich ein schönes Leben genossen und ihre politische Karriere begann letztendlich oder wurde ermöglicht durch Willie Brown, den ersten schwarzen Bürgermeister einer amerikanischen Großstadt. Der war das zwischen 1996 und 2004. Und dieses Verhältnis hatte dann Harris sozusagen in diese politischen Kreise gebracht, sodass jeder sie kannte, denn Willie Brown war so eine, wie soll man sagen, eine Celebrity in Kalifornien. Und dann haben sie sich getrennt und Kamala Harris ist dann selber angetreten, sie im Jahr 2003. Und da hat sie sich dann ganz stark von diesem Willie Brown, der ihr zum Beispiel einen BMW geschenkt hat, also der sie hochgezogen hat, ohne den sie nicht in diese Kreise gekommen wäre, hat sie gesagt, seine Karriere ist vorbei. Ich aber bin in 40 Jahren alive and kicking und ich schulde ihm gar nichts. Und sie hat ihn dann als einen Albatros, der um meinen Nacken hängt, bezeichnet. Also praktisch wie ein Mühlstein, der ihr sozusagen hier auf den Schultern lastet, könnte man sagen. Also keine sehr feine Art, wie ich finde, für jemand, der ihr das Eintrittsbillett in die Politik gegeben hat. Aber sei es drum, sie ist jetzt nicht die Heilige, die sie in den deutschen Medien ist. Da wird ja sehr einseitig aus meiner Sicht berichtet, wird gar nicht genau hingeguckt, was ist eigentlich Kamala Harris, interessiert niemand, die ist schwarz, die ist Frau, die ist gut, weil sie nicht der Donald Trump ist. Aber so einfach sind die Dinge eben manchmal nicht. Und auch nicht bei den Arbeitsmarktdaten. Hier habe ich mal die Prognosen, die schwanken
zwischen 70.000 und 157.000. Medianprognose ist 101.000, Unemployment Rate 4,1% und die Stundenlöhne 0,3% zum Vormonat, was nicht unspektakulär ist, und 4,0% zum Vorjahresmonat. Jetzt ist bei diesen Daten natürlich die große Frage, was hat man da wieder seasonal adjusted, meine Damen und Herren? Hier nochmal ein Überblick, den wir hier sehen. Es gibt bei Bloomberg Economics zum Beispiel, geht man von minus 10.000 Stellen aus, also sogar einem negativen Bericht. Könnte der erste negative Bericht sein seit vielen Jahren, wenn es denn so kommt, wegen wahrscheinlich eben hier diese Taifune, diese Hurrikane, genauer gesagt. Taifune, die sind woanders, Hurrikanes. Also da sehen wir vor allem Florida natürlich und so weiter und so fort. Aber es wird natürlich jetzt die Frage sein, wie wird diese Zahl dann wieder ausfallen? Wird sie seasonal adjusted, gell? Weil man kann sich ja vorstellen, dass jetzt Biden-Harris jetzt nicht unbedingt brauchen können, dass die Zahl katastrophal ausfällt, so kurz vor den Wahlen. Also wird man da wunderbar seasonal adjusten. Und ich habe jetzt mal nach jahrelange Recherche kürzlich herausgefunden, dass man das offenkundig so macht: Man addiert hier in 1000 die Lebensjahre von Joe Biden und subtrahiert davon dann den Intelligenzquotient von Kamala Harris, weswegen die Zahl meistens sehr hoch ausfällt und deutlich über den Erwartungen ausfällt. Also das ist einfach ein Lotteriespiel, man weiß es nicht. Und das Blöde für die Administration ist ja, wenn jetzt die Zahl gut ausfällt, ist das zwar gut für die Wahl vielleicht, so stellt man sich vor, aber eben schlecht für die Kapitalmarktzinsen, weil die dann steigen, was wiederum Geld teurer macht, was wiederum dann möglicherweise die Aktienmärkte belastet. Und seit die Fed die Zinsen gesenkt hat, geht es etwa mit den Inflationsdaten, mit den Preiskomponenten nach oben in den verschiedenen Kennzahlen der Wirtschaft. Wir sehen unten die fallenden Zinssenkungserwartungen. Also die Fed hat hier ein richtig gutes Timing gehabt. Die Hypothekenzinsen, als die Fed diesen 0,5er-Schritt im September gemacht haben, seitdem geht es mit den Hypothekenzinsen nach oben, weil die sind gekoppelt an die 10-jährige Anleiherendite. Seitdem geht es übrigens auch mit den Kreditausfallversicherungen, die sogenannten CDS, deutlich nach oben. Also da kann man sich gegen einen Kreditausfall der USA versichern. Die sind deutlich teurer geworden seitdem, erstaunlicherweise. Also das nur mal am Rande. Und wer wissen will, wie die Fed die Zinsen senken wird oder wie ihre Zinspolitik gestaltet ist, der sollte sich, wie Tom McLellan zeigt, die zweijährige US-Staatsanleihe anschauen. Denn die sagt immer korrekt voraus, was passiert. Die leitet in gewisser Weise die Fed. Das ist ja die Laufzeit, die am stärksten im Prinzip mit dieser Fed-Politik verbunden ist. Und zuletzt sind die Renditen dieser zweijährigen Anleihe wieder gestiegen. Was bedeutet, dass man erwartet, dass die Zinsen dann nicht unter die 4%-Marke fallen. Das zu dem Thema Zinsen, Konjunkturdaten und Seasonal Adjusted, GL. Und dann hatten wir gestern ja noch Zahlen von Apple und Amazon, fanden die alle ganz toll, fand ich jetzt so okay, also war aber jetzt eigentlich nicht so richtig cool, aber schwamm drüber. Amazon hat vielleicht so ein bisschen den Vorteil, dass man auf der einen Seite zwar auch Goldsucher ist, aber eben auch Schaufelverkäufer eben mit der Cloud. Und Apple dagegen ziemlich mau, kann man sagen. Es war okay, es war jetzt kein Drama, aber es ist eben eine laue Prognose. Man ist relativ schwach in China. Unten sehen wir mal die gesamten Geräteverkäufe von Apple. Da sehen wir, das ist im Grunde eine Seitwärtsbewegung seit Jahren. Das ist eine stagniere, auf hohem Niveau stagnierende Firma. Gestern war dann ein Apple, ehemaliger leitender Apple-Leader bei CNBC, der sagte, wir haben einen Vorteil, wir haben nicht viele Milliarden in diese Datencenter gesteckt, mit denen man kein Geld verdient. Da habe ich sofort aufgehorcht, gell? Einer, der es mal sagte, das hat Apple nicht gemacht, das könnte sich früher oder später noch als Vorteil erweisen, wenn das Ganze keine Kohle bringt. Kohle hat gestern gekostet, das, was passiert ist an die Märkte. Wir haben fast 1 Billion an Marktkapitalisierung verloren und wir sehen hier die Earnings Speed Rate, das, also fast 80%
schlagen die Gewinnerwartung, aber deutlich weniger, wie wir oben hier sehen in der Grafik, eben die Umsatzerwartung. Und dass die Gewinnerwartung geschlagen wird, liegt daran, dass man eben im Prinzip seit Monaten diese Gewinnerwartung nach unten senkt, und dann kannst du über diese niedrig gelegte Latte immer ganz entspannt drüber springen, meine Damen und Herren. Das ist möglich insgesamt, aber sehen wir, S&P 500 Monatskerze, so eine unschöne Kerze eigentlich. Wir sind aus diesem Trendkanal ja seit Anfang August rausgefallen beim S&P 500, sind jetzt ein Ticken überverkauft gewesen, weswegen zunächst mal eine Gegenreaktion durchaus möglich ist. Vielleicht nochmal an diesen Trendkanal ranlaufend, mal sehen, ob er der ganze Geschichte passiert. Und das erste Mal, wenn wir jetzt nach China springen noch, das erste Mal wieder leicht steigende Preise. Man hofft also, dass diese Stimulusmaßnahmen jetzt erste Früchte tragen. Das sind die ersten Früchte. Ob das allerdings nachhaltig ist, das wird sich noch zeigen. Das werden wir sehen. Und Geopolitik noch. Iran wird wohl, so Quellen, zurückschlagen gegen Israel. Der Khamenei, der iranische Führer sozusagen, gilt als todkrank und hat jetzt angeordnet, aber diesen Gegenschlag um die Wahl herum oder nach der Wahl oder vor der Wahl, da gibt es verschiedene Berichte darüber. Die USA haben den Iran gewarnt, wenn ihr das in den kommenden Tagen macht, dann werden wir das als Wahleinmischung werten und entsprechend reagieren. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Bitcoin, Allzeithoch, aber stürzt wegen Trump ab. Erste Empfehlung an die Bitcoinistas. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, nochmal Apple. Laue Prognose und die China-Schwäche, also diese beiden Artikel zur Empfehlung. Jetzt sage ich Servus und Ciao.